Gratulation, Stefan ist ein Königsname, ne? Ja, also ja? Es gibt viele Königsnamen, aber es war halt ja, sehr, sehr cool, der Wettkampf. Also Vier-Schanzen-Tourneesieg reicht dir nicht, ne? Silber bei der Weltmeisterschaft reicht nicht. Der Gesamtweltcup muss jetzt her. Ja, ist eine Draufgabe jetzt. Es reicht schon, es ist eine perfekte Saison. Aber natürlich, wenn die Chance da ist, werde ich nicht kampflos da vor mich hinhupfen. Und natürlich gebe ich Vollgas und es ist ein Ziel noch. Es ist zwar noch lang bis Planitzer, aber ich fühle mich sehr gut. Und es sind coole Schanzen noch vor mir. Und ja, einfach Vollgas. Hast du schon mal den Peter gefragt hier, wie er sich fühlt, wenn er den heißen Atem von dir im Nacken spürt? Nein, habe ich noch nicht gefragt. Also, bin ja nur im Gespräch mit dem Severin, weil wir halt beide Deutsch reden und wir beide fühlen uns noch sehr gut. Und ja, vielleicht werde ich ein bisschen nervös, aber ich glaube, der Peter ist auch in einer sehr, sehr guten Form und den muss er erst irgendwie einholen. Ich gebe dir einen Tipp, Stefan. Du klopfst ihm auf die Schulter und sagst, Stefan, ich schaffe das sowieso nicht. Peter, du bist der Beste hier. Du ziehst das durch, wir haben keine Chance. Ja, so musst du rangehen. Ja, und nachher im Hinterhalt zuschlagen. Nein. Ja. Also, ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Sehr enge Kiste und wir werden glaube ich, alle drei da voll fighten, dass im Planitzer noch spannend ist und das dann dort mit einem schönen Fliegen entschlossen werden und der Beste wird dann fahren sein. So ist es. Severin hat sich ähnlich geäußert. Verschleißerscheinung hast du noch nicht? Also passt alles? Ja, es passt alles. Also ich fühle mich topfit, bin körperlich perfekt beieinander und es macht mir weiterhin sehr, sehr Spaß und ja, man versucht jetzt einfach das Letzte noch genießen. Es ist ja bald wieder aus, ist dann auch wieder schön, aber jetzt gehen wir nochmal richtig Gas. Und wir dürfen dir sagen, wir genießen deine Sprünge auch. Danke. Mach's gut. Danke.